So, da dann Loch Nummer 2. Na. Gut, weiter geht's. Loch Nummer 3. Loch Nummer 3 ist ein bisschen zu groß. Gut zu wissen. Dann doch anders. So. Und zwar Loch Nummer 2 und jetzt geht's rauf. Zack, zack. Loch Nummer 3 ist dann da auf einer Plattform. Okay. Und dann muss ich nur hoffen, dass ich da wieder zurückkomme. Wie schaut das Loch Nummer 4 aus? 5 ist ums Eck, 6 ist so. Ja, eigentlich alles auch nicht so ideal da. Wisst ihr was? Nützt nichts, gefällt mir nicht. Kommt nochmal neu. Ist zwar im Prinzip, da hinten ist mir fast ein bisschen zu wenig los, um da ein Minigolf hinzumachen. Aber es bietet sich einfach an, das da irgendwie reinzuquetschen. Ich weiß auch nicht. Na, so natürlich nicht. Für den Eingang muss schon Platz sein. Ein- und Ausgang, besser gesagt. Ja, jetzt geht sich das wieder nicht aus. So vielleicht. So könnte es gehen. Ja, ist einfach jetzt ein bisschen Probiererei. Kennt ihr von mir ja vielleicht das Loch 6 dann da hinten rein. Man kann doch auch irgendwie rückwärts bauen, oder? Dann baue ich ein Stück rückwärts. Um zu schauen, ob sich das dann irgendwie ausgeht. So, das 5er Loch schaut so aus. Okay. Dann machen wir das so. Um die Kurve. Ja. Passt. So. Dann kann ich hier doch das Feature mal ausnutzen. Weil jetzt sollte es eigentlich ausgehen, oder? Jawohl. Oder auch nicht. So ein Ärger. So ein Ärger. Sag mal, es will einfach nicht so wie ich. Kann es nicht sein. Das gibt's ja nicht. Wie schaffe ich das jetzt so, wie ich das haben will? Na. Jetzt. Und die Kurve geht auch nicht. Schaut so aus. Na gut, das ist wieder kilometerweise ohne Loch. Tja, meine Lieben, nützt nichts. Da müsst ihr jetzt einfach Geduld haben, bis der liebe Tom das Golf so haben will, wie es ihm gefällt. Auch wenn es nach sinnlos viel Arbeit ausschaut, aber nützt nichts. Da müssen wir jetzt durch, gemeinsam. So. Dann kommt gleich das Zweier, oder? Ah. So, lieber und wieder runter, hätte ich gesagt. Nicht, dass dann irgendwem schlecht wird. So, Zweier. Zack, Kurve. Dann das Dreier. Ist groß. Naja, nützt nichts. So. Ja, auch nicht perfekt, aber besser wie vorher. Auf jeden Fall. So. Sehr gut. Jetzt noch hoffen, dass das sich ausgeht. Eingang hier, Ausgang hier. Wunderbar. Wunderbar. So, wie ich es haben wollte. Und Eröffnung. Ja, das gehört jetzt natürlich schon ein bisschen gestaltet. Ist es da wirklich reingequetscht? Nicht so hübsch, aber naja, für den Moment. Brunnen, Froschbrunnen, ja. Brunnen, okay. Ja, schaut auch nett aus. So. Was passt denn hier noch?
paar Schachfiguren. Pferdestatue haben wir schon. Oh, riesiger Brocken. Da weiß ich, wo der hin muss. Definitiv. So. Na, ihr seid mir im Weg, meine lieben Freunde. Schachbrett. Hohoho. Verrückte Uhr. Naja, eine verwitterte Frauenstatue. Die findet noch Platz irgendwo. So soll man ja auch sehen. Na, noch zweimal. So. Ja. So, jetzt geht zwar kein Mensch da hinten zurück, wie erwartet. Ja, wird schon noch kommen. Oh, da kommen die ersten Kandidaten. Ha. Und man kann ja hier eine Attraktion hermachen, wo der Ausgang hierher geht. Wird das Ganze ein bisschen begünstigen. So, und was gibt's hier? Bäume oder Blumenbeete? Nö. Ah, ja, warum nicht? So ein bisschen mit sowas säumen. Und zwar immer mit einer anderen Form. Je nachdem, wo man umgeht. Ja, genau. Für die Kartenspielfreunde. So. Da oben war doch noch, genau, hier zylindrisch. Gibt's doch hier. Sehr gut. Ja, das passt. Und das möchte ich auch noch ein bisschen einfassen. Kiefernholz. So. Ah, schaut da nicht ganz hübsch aus. Naja, macht nichts. So, und da soll man ruhig reinschauen können in dem Fall. Will ich mal nicht einzäunen. Zumindest nicht mit sowas hohen. Ah, da hinten zurück kommt noch was. Ja, und sagt mir auch, ob es euch gefällt, wenn ich solche Sachen mache. Weil eigentlich, wie schon gesagt, die sind ja nicht unbedingt nötig, aber ich mache es einfach gern. Hoppala. So. Ich finde, das schaut nett aus. So. Unsere Minigolfanlage. Jetzt fehlen nur noch ein paar Golfspieler. Ah, da sind die ersten unterwegs. Mal ein bisschen zuschauen da. Ja, das finde ich auch nett gemacht, dass man wirklich zuschauen kann, wie sie spielen. Da muss ich sagen, wirklich Rollercoaster Tycoon, speziell das Dreier, auch wieder sehr viel Wert auf Details. Und auf was ich mich auch schon sehr freue, ist die ersten Kartbahnen. Also die gab es ja vorher auch schon, aber wenn ich mich richtig erinnere, zumindest gab es die vorher auch schon, aber ich finde, hier schauen sie einfach noch netter aus und die Rennen sind noch ein bisschen realistischer. Oh, das war nichts. Ja, nicht das leichteste Loch hier. Ja, man prallt eben sogar hier vom Rand ab, also echt cool gemacht. Bin immer wieder begeistert nach all den Jahren. Und ich hoffe, irgendwann kommt eine Fortsetzung. Also ist ja schon länger die Rede davon. Oder ist immer wieder die Rede davon, wobei die Rede können auch einfach Gerüchte sein. Das weiß man nicht so genau. Aber ich finde, Rollercoaster Tycoon wäre absolut eins von den Spielen, das sich eine Fortsetzung verdient hat. Muss man natürlich auch fragen, auf der anderen Seite, ja, was soll man ändern? Also, weil eigentlich ist es ja wirklich, ja, fast perfekt. Also mir fehlt nicht wirklich viel. Ich kann eine Menge designen. Es schaut nett aus, also die Grafik ist auch absolut okay und jetzt nur eine neue Version machen, nur wegen einer besseren Grafik, pff, ja, muss auch nicht sein. Oh, Kaffee! Kaffee, Kaffee, Kaffee! Da werden wir dann gleich eins bauen. Ich liebe Kaffee, das wisst ihr vielleicht schon. Und Donut, ja perfekt, Donut und Kaffee. Ha. Da müssen wir schauen. Oh, das war ein guter Schlag, fast ein... Oh, Hole-in-One, super. Ja, da hüpft sie eben auch, solche Sachen, ist einfach total nett. Sie macht ein Hole-in-One und sie freut sich. Ja.
Freut sich, oder? Sorry. Ja, der hat's drauf. Oh, das könnte er auch noch schaffen. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, und bald 700 Leute. Ah, sie hat's auch drauf, so wie es ausschaut. Mal kurz schauen. Also da wären wir schon drauf. Es fehlt im Prinzip wirklich nur mein Verkehrswert. Mal einen schnellen Blick riskieren. Ja, steigt 47.000. Und das ist im Prinzip, sage ich mal, ja, ein kleiner Trick, sage ich mal. Also wenn man hier ein bisschen schneller fertig werden will, wie gesagt, einfach das Geld ausleihen. Das geht ja mal. Und investieren. Auch wenn man Schulden hat, steigt der Verkehrswert. Weil einfach mehr Leute im Park sind, die Einnahmen steigen, das erhöht eben auch den Verkehrswert. So. Ja, und der Travis ist fertig. Mal schauen, was er sich so denkt. Tolle Szenerie, ja, danke schön. Ich glaube, das geht auf meine Kappe. Und verrücktes Golf 1 hat mir gefallen. Ja, und, oh, da habe ich noch was vergessen. Die Attraktionen benennen, das ist ja das Nächste. Okay, aber das sind echt alles Sachen, die lohnen sich halt fast nur in ein Endlosspiel. Sorry, wenn ich so ein bisschen hin und her hüpfen bin, aber... Oder zum Beispiel auch sowas wie Feuerwerk, das kommt ja dann auch noch. Ja, kann man auch Feuerwerk machen. Ich weiß nicht, ob das hier ohne die Add-ons auch schon funktioniert. Mir ist gerade nicht sicher. Obwohl, gibt es auch schon. Ja, und das halt alles hier in den Missionen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ihr müsst mir eindeutig helfen beim Entscheiden. Für den Moment werden wir einfach mal weiterbauen. Wie gesagt, die Mission mache ich jetzt auf jeden Fall noch fertig. So. Puh, geht ganz schön was weiter. Topspin, den haben wir da vorne, glaube ich, stehen. Oder Revolution, wie groß ist das Teil? Oh, viel zu groß. Das muss man natürlich auch schauen, speziell wenn man einen bisschen kleineren Park hat, dass man nicht die größten Attraktionen nimmt. Hm, ein Schienzug, der würde mir auch gefallen. Hier was für die Kleinen. Sowas baue ich auch ganz gern zwischendrin mal. Ja, so viel zum Tun. Und dann haben wir die Add-ons ja auch noch nicht. Also sagen wir so, Endlosspiel, dann würde ich allerdings sagen, dann kommen die Add-ons dazu. Weil dann will ich es wirklich voll ausschöpfen. So, wie machen wir das am besten? Soll ich ein Voting machen oder einfach nach Bauch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nicht zu viel drüber nachdenken. Einfach mal jetzt das hier fertig spielen. So, Freefall Tower. Das ist etwas, was halbwegs wenig Platz braucht. Das werden wir hier bauen, denke ich. So. Und da kann man sich im Prinzip selber aussuchen, wie weit man rauf geht. Ich gehe jetzt mal, weiß nicht. Schauen wir mal. 50 Meter ist fast... Ja, gehen wir mal 50 Meter... Mal schauen, dann gleich den Testlauf. Also da macht der Testlauf Sinn, weil man kann ja auch in diesen speziellen hier die Startgeschwindigkeit festlegen, also wie schnell die raufgeschossen werden. Und jetzt schauen wir mal, gehen wir mal auf 90, wie weit es dann rauf geht. Ja, tut es noch ein bisschen. So, 100. Und da kann man es zum Beispiel auch übertreiben. Also wenn man da jetzt zu hoch raufgehen würde, dann würde das Ding oben rausfliegen. Das wäre nicht so ideal. Ja, 100 reizt zwar nicht ganz aus, ist für den Moment einmal okay, würde ich sagen. Passt, dann braucht es Ein- und Ausgang. Eingang, Ausgang. Und dann können wir das Teil eröffnen. So. Da ist die Lampe im Weg. Aber nicht mehr lang. Ah ja, Bänke und Mülleimer fehlen ja dann auch noch.
Also eine Voraussetzung für mich fürs Endlosspiel wäre, oh, ich sehe, ich bin über der Zeit. Ich muss schnell aufhören, sonst weigert sich YouTube vermutlich noch zum Hochladen. Also